Ja, hallo und schönen guten Tag. Ich möchte im Namen der Sportärztezeitung und der Sportgroup Akademie die zugeschalteten Zuhörer und Zuschauer begrüßen zu meinem Vortrag Minimalinvasive Therapie chronischer Insertionstendinosen des Ellenbogens. Hier ultraschallgestützte Therapie mit dem Tenex-System. Mein Name ist Kai Uthoff. Ich bin Orthopäde aus Hannover und freue mich, dass Sie mir zuhören. Das Tenex-System gibt es bereits seit mehreren Jahren. In den USA ist es weit verbreitet. Es hat mit diesem Tenex-System geschätzt über 100.000, mittlerweile über 200.000 Patientenbehandlungen weltweit gegeben. Wie wir hier sehen, sind es im Wesentlichen die Insertionstendinosen, die behandelt werden. Und es fallen hier besonders ins Auge die Ellenbogentherapien, die Plantar-, also die Fußpatienten mit Plantarfaszitis, Achillessehnenbehandlungen. Das sind insgesamt über 85% der zu behandelnden Patienten. Und wir konzentrieren uns im Wesentlichen heute in diesem Vortrag auf die Behandlung des Tennisellbogens. Hier kann man das in Pars pro Toto sehen und wir würden vieles von dem, was wir heute erzählen, übertragen können auf andere Behandlungsentitäten. Kurz zur Anatomie des Ellenbogens. Wir haben es hier im Bereich des Tennisellbogens vor allen Dingen mit einer Pathologie des sogenannten Extensorenkomplexes zu tun, der sich hier direkt über dem Epicondylus radialis befindet. Dort setzen die ganzen Extensoren des Unterarms an. Und wenn man hier genau hinschaut, sind diese Ansätze vor allen Dingen betroffen für den Extensor carpi radialis brevis, zum Teil auch für den Longus, aber das ist im Grunde genommen das Hauptzielgebiet für die Behandlung mit Tenex, weil hier die meisten Pathologien entstehen, die auch durch das System zu behandeln sind. Wenn wir hier mal Ultraschallanatomie sehen, dann sehen wir hier bei LE, das ist im Grunde genommen der Übergang vom Epicondylus lateralis zu RH, zu dem Radiusköpfchen. Und wir sehen dort eine kleine Linie. Dort ist eine normale Extensorenkomplexsehne zu sehen, die völlig homogene Struktur zeigt und ein völlig unauffälliges Echomuster. Wenn wir jetzt mal beispielsweise dieses Bild sehen, dann sehen wir hier eine deutliche Veränderung des Bildes. Hier sehen wir eine sehr stark ausgeprägte Hypoechogenität, dort mit kleinen Pfeilen angegeben. Das ist im Grunde genommen ein Bild einer Tendinose, wo amorphes Gewebe sich entwickelt im Bereich des Ansatzes des Extensor carpi radialis brevis. Und hier werden vor allen Dingen Nekrosen und Granulationsgewebe erwartet. Jetzt kommt ein Patient in die Praxis und wir müssen natürlich erst Teste machen. Und hier gibt es ein kleines Set von Tests, die wir durchführen. In erster Linie jedoch ist der Schmerz hinweisend auf die Schmerzursache. Wir wollen natürlich mit den Tests nochmal verifizieren, dass es sich hier tatsächlich um einen Tennisellbogen handelt. Hier werden der Maudsley-Test, der Mills-Test und der Chair-Test genannt. Wir werden vor allen Dingen auch Differentialdiagnosen erwägen müssen, weil hier in diesem Bereich natürlich auch verschiedene Entitäten vorliegen, die tatsächlich nicht mit dem Tenex-System behandelt werden können. Insbesondere sind das die Engpass-Syndrome der dort liegenden Nerven, osteochondrales Läsion des radiokapitellaren Gelenkes und auch Instabilitäten des Ellenbogens. Posterolaterale rotatorische Instabilität, Osteoarthritis oder Arthrose, synoviale Plica und freie Gelenkkörper, Übertragungsschmerz auch der Schulter und der HWS müssen ausgeschlossen werden. Die Epidemiologie in diesem Zusammenhang ist relativ überzeugend. Wir haben hier erstmal in dieser Studie von Nierschel, der auch die Klassifikation für die Epicondylitis schon vor langer Zeit entwickelt hat, sehen wir, dass ein Großteil der vor noch nicht langer Zeit sehr häufigen Patienten deutlich geschrumpft ist. Das mag daran liegen, dass zivilisatorisch andere Ansprüche an die Ellenbogen gestellt werden.
Wir haben, wenn wir dort dieses Kreisdiagramm sehen, sehen wir, dass über die Hälfte der Patienten natürlich nur akut kurzfristig zu sehen sind in der Praxis, während ein Drittel ungefähr Patienten sind, die über längeren Zeitraum behandelt werden müssen. Und wir sehen, dass diese Patienten eigentlich die sind, die nach ungefähr 6 Monaten dann für uns interessant sind für die Fortsetzung der konservativen Therapie ins Interventionelle. Wenn wir hier mal überschlagen, haben wir etwa einen Anteil von 25% oder etwas kleiner, die von der Gesamtheit der Patienten, die Epikondylitis-Beschwerden haben, für unser System in Frage kommen nach einer ausreichend langen Wartezeit bei Therapieresistenz von ungefähr 6 Monaten. Wenn wir hier mal für den Tennisellbogen sehen, wie das normal in der Praxis läuft, dann sehen wir, dass wir bei der Akutbehandlung ein großes Armamentarium an Möglichkeiten haben, den Patienten in den ersten 3 Monaten zu behandeln. Wir sehen dann, wenn die 3 Monate überschritten worden sind, sehen wir die Möglichkeit, weitere eher interventionelle Therapien durchzuführen. Und in der gesamten Zeit werden wir mit manueller Therapie vor allen Dingen das, was am effektivsten ist in der akuten Phase, die Mobilisation und auch das exzentrische Training in stufenweiser Steigerung durchführen. Dennoch bleiben ein kleiner Teil von den Patienten, die wir hier so behandeln, tatsächlich nicht werden nicht beschwerdefrei und werden historisch dann Operationen zugeführt. Es bleibt so eine Lücke, in der man vielleicht mit minimalinvasiverem Vorgehen, und die Arthroskopie ist sicherlich auch ein minimalinvasiveres Vorgehen, aber wir wollen noch in weniger invasiv vielleicht diesen Schritt noch abkürzen und fragen uns, wo können wir da ansetzen? Mit dem Tenex-System haben wir ein ultraschallgesteuertes mikroinvasives System mit einem Handgriff, was direkt unter Ultraschallbedingungen visualisiert an den Ort dieser hypoechoischen Region vorgeschoben werden kann und mit einem Pendelmesser an der Spitze dieses Handstück und in einem zentralen Ultraschall, der auf das pathologische Gewebe ausgeübt werden kann, mit gleichzeitiger synchronisierter Saugung und Spülung, können wir tatsächlich in kurzer Zeit eine Bereinigung dieses hypoechoischen Gebietes, wo Granulationen und Nekrosen vorliegen, erreichen. Was tatsächlich, wenn wir auch später auf die Ergebnisse schauen, dieser Behandlung, wahrscheinlich eine größere Operation noch mehr ausschließen kann, als es bisher schon der Fall ist. Wie machen wir unsere Patientenauswahl? Wir wählen diese Patienten, die über 6 Monate Schmerzen im Bereich des Epicondylus haben und entsprechende positive Testung haben, die bei Therapieresistenz von konservativen Maßnahmen, die eben genannt worden sind, tatsächlich unzufrieden sind und eine weitere Lösung herbeiführen möchten. Der lokale Schmerz korrespondiert in der Regel mit der Lokalisation der Gewebeschädigung und mit der Ultraschallbestätigung des Befundes. Mit der Schallkopfposition über dem Schmerzmaximum identifizieren wir die Region des degenerativen Sehnengewebes und können uns hier dort direkt der minimalinvasiven Therapie zuwenden. Gelegentlich zeigen sich dort auch Kalzifikationen in dem Bereich. Diese würden wir, falls die tatsächlich zum Schallauslöschen führen, mit einer anderen Sonde, wir haben insgesamt 3 zur Wahl, als die minimalinvasivste behandeln, um dort auch den Kalk zu entfernen. Wenn der Eingriff dann erfolgreich durchgeführt worden ist, haben die Patienten nach der Intervention eigentlich keine Einschränkungen. Interventionszeit ist sehr kurz. Wenn alles gut klappt, sind wir unter 20 Minuten. Und das Prozedere ist in der Regel schmerzfrei nach lokaler
Anästhesie und hat auch nach der Durchführung des Eingriffs keinen Diskomfort für den Patienten. Wir machen das insgesamt ambulant und auch postoperativ direkt ist keine Physiotherapie durchzuführen. Der Patient bekommt rezeptfreie Analgesie und wird zur Eisbehandlung angeleitet. Schweres Heben und Tragen sollte für 2 bis 4 Wochen vermieden werden und die Wiederaufnahme der vollen Aktivität ist im Bereich von 4 bis 6 Wochen angesiedelt. Wir haben bei den Patienten, die wir bisher behandelt haben, durchaus zufriedene Patienten und keiner hat sich über das Prozedere bisher beschwert. Die Lagung des Patienten ist relativ einfach. Wir haben zwei Möglichkeiten, die wir hier sehen. Auf der linken Seite nimmt der Patient einfach seinen Ellenbogen vor die Brust und wir können direkt vom OP-Tisch aus steril abgedeckt und desinfiziert mit Ultraschall die Sonde führen und dort unseren Eingriff durchführen. Hier rechts sehen wir die Lagung für einen Golferellenbogen. Hier wird einfach eine Flexion und Außenrotationshaltung durchgeführt. Wenn wir weiterschauen, das ist so ein thematisches Bild für eine ansatznahe Mikroruptur. Das ist etwas, was wir relativ häufig sehen, dass durch diesen chronischen Missbrauch dieses Muskelansatzes durch entweder sportliche Aktivität, zum Beispiel über Kopfsport, Wurfsport oder vor allen Dingen auch solche Tätigkeiten, die bei Handwerkern auftreten oder auch Patienten, die viel am PC arbeiten, haben oft diese Läsionen. Wir führen dort direkt dieses Ultraschall durch, was ich eingangs schon gezeigt habe und sehen hier bei einem Patienten zum Beispiel, der rechts mehr Beschwerden hat als links, dass wir hier rechts deutlich diese hypoechoische Formation sehen, während links dort tatsächlich auch eine Auflösung der Echostruktur am Ansatz stattfindet. Hier aber die Symptomatik nicht so schlimm ist. Wir würden hier jetzt rechts tatsächlich den Eingriff mit Tenex durchführen. Im Kernspin sehen wir hier so eine, in der C2-Richtung sehen wir eine Aufhellung im Bereich der Pathologie, das kommuniziert mit diesen Echobefunden. Und wenn wir so ein offenes Operationsbild sehen, finden wir dort genau diese Formationen, wie ich sie beschrieben habe, nämlich Granulation und Nekrosen zentral, die man sehr schön abfragen kann. Der Patient wird gelagert und bekommt eine sehr fokusnahe Injektion mit Lokalanästhesie. Das machen wir auch unter Ultraschallkontrolle, um zu sehen, dass wir mit der Nadel direkt in den Bereich hineingeraten. Wir würden dann mit einer Stichinzision direkt in den ligamentären Ansatz am Knochen vordringen, sodass wir auch durch die Faszie sozusagen freien Zugriff für unsere Sonde haben. In dieser Publikation von Stover zeigt sich sehr schön, wie das von mir eben beschrieben worden ist. Im Bild A sehen wir die Lokalanästhesie. Wir sehen im Bild B die durchgeführte Lokalanästhesie mit Nadel liegend. Und im C-Bild sehen wir dann das Vordringen der Tenex-Sonde. Hier in diesem Fall eine Tenex-2-Sonde, die etwas länger und größer ist, weil der Patient etwas schwerer war. Wir können aber auch mit der Tenex-1-Sonde eine etwas kleinere und kürzere Sonde vorgehen, insbesondere bei sehr schlanken und jungen Patienten. Die Sonde wird aktiviert durch einen Fußschalter, der unter dem Operateur sitzt. Und wir haben in dem Moment, wo wir diesen Schall auslösen und die Pendelmesseraktivität aktivieren, haben wir eine Schallauslöschung. Das ist bedingt durch die Aktivierung der Sonde. Da in dem Moment sieht man sehr schlecht. Ich zeige das gleich nochmal in einem Video. Nach dem Eingriff sehen wir in Bild D dann kleine Bubbles. Das ist von der Spüllösung und deutlich entfernte Lösung der Granulation. Hier nun ein Bild, wie es in vivo ausschaut. Das ist ein Bild in einer Leichenpräparation, deswegen diese nicht sterile Situation. Aber in vivo sieht das ähnlich aus. Wir nehmen für die
Führung einen sterilen Überzug. Wir haben die Einführung der Sonde direkt longitudinal im Inplane zur Ultraschall-Linearsonde und sehen dann hier oben, von links nach rechts kommt die Sonde, wie sie an den Insertionspunkt geht und dort das Gewebe zerkleinert und entfernt. Das untere Bild zeigt nochmal, wie das am Ende dieses Eingriffs aussieht. Und damit ist der Eingriff schon relativ schnell abgeschlossen, wenn wir sehen, dass wir das ganze Granulationsgewebe entfernt haben. Hier sehen wir rechts noch diese verschiedenen Sondentypen. Die Sondenlängen unterscheiden sich. Das sind wenige Zentimeter, bis zu 4, 5 Zentimeter, die diese Sonden haben. Und die sind sehr, sehr klein im Durchmesser. Wir würden nicht empfehlen, die Sonden in andere Positionen zu bringen als die longitudinale Richtung. Wenn eine Verbiegung stattfindet, kann es zum Defekt der Sonde kommen. Deswegen sollte man hier sehr, sehr zart vorgehen. Und bei Plus der Absaugung sollte man kurz einfach nur fühlen, dann würde sich das wieder geben. Und man müsste ganz, ganz gently vorgehen, dass man bis zum Befund durchkommt und das wirklich sehr zart alles durchführt. Wir haben hier auch klinische Ergebnisse, und zwar auch Langzeitergebnisse. Das ist diese Studie von Jalyan. Das ist publiziert worden 21 in der Skeletal Radiology. Und hier zeigt sich, dass hier die, wie wir auch schon gesagt haben, die Cutting-Zeit, also die Schneidezeit oder die OP-Zeit relativ kurz ist, hier sogar ein bisschen länger als wir beschrieben haben beim Tennisellbogen, hier zwischen 30 und 84 Minuten. Das haben wir definitiv unterschritten und bei guten Ergebnissen auch. Ansonsten sind alle Funktionsteste, Schmerzscores und auch die Schulterarm-Dash-Scores signifikant im Verlauf der nächsten 3 Jahre deutlich besser geworden. Wir sehen hier nochmal eine Kurvendarstellung. Also nach 3 Jahren sind alle 37 Patienten deutlich signifikant gebessert und das regt uns tatsächlich an, diese Maßnahme deutlich zu favorisieren und weiter zu verfolgen. Wir haben noch eine andere Studie, die auch diese percutane ultraschallgestützte Tenotomie bei chronischen Ellbogentendinosen favorisiert. Hier sind etwas größere retrospektive Patientenkollektive untersucht worden. Insgesamt 131 Patienten bei 144 Prozeduren. Und man sieht hier, dass auch hier im Kurzzeitverlauf von 12 Monaten signifikante Verbesserungen in allen Hinsichten festzustellen waren. Also insgesamt im Kurz- und Langzeitverlauf deutliche Verbesserung, also sehr anregende Ergebnisse, die hier also lohnen, verfolgt zu werden. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen und möchte noch mal ganz kurz vielleicht auch auf die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Maßnahme eingehen. Da gibt es auch Studien von Coe und Barnes, die haben beide festgestellt, dass die vergleichbaren Ergebnisse in Kurz- und Langzeitbeobachtungen mit Sicherheit durchgeführt worden sind. Sie haben die pathologischen Gewebe alle fast vollständig entfernen können. Es ist ein sehr interessantes Verfahren, weil es eben mikroinvasiv ist. Die Patienten können ambulant ohne lange Verweildauer in der Praxis oder in der Klinik operiert werden. Wir haben hier es mit einem OP-Setting mit sterilen Maßnahmen zu tun. Der Patient sollte vor allen Dingen gut ausgewählt werden und sollte bedacht werden, dass hier eben die Differentialdiagnosen auch beachtet werden, dass wir hier keine schlechten Ergebnisse erzielen. Ansonsten haben wir für die Bedingungen, die das Ganze erfordert, ein ambulantes Verfahren mit sterilen Voraussetzungen notwendig. Wir sollten nach diesem Prinzip Schneiden und Entfernen des tendinotischen Gewebes
mit Stimulation des Healing Response mit den Patienten dieses Verfahren besprechen. Denn es ist so, dass gerade auch bei den Patienten, die mit PAP-Behandlungen nicht gut geworden sind, wir hinterher deutlich besseren eine bessere Ergebnislage hatten, wenn wir dann auch gegebenenfalls diese Patienten dann einen Monat nach diesem Verfahren nochmal mit PAP zum Beispiel behandelt haben. Die Patienten sind in der Regel sehr zufrieden und sind sehr schnell wieder einsatzfähig. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich nicht allzu lange gesprochen habe. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auf diesem Forum vielleicht bald mal wiedersehen. Vielen Dank.